Servus, in diesem Video zeige ich dir die Installation des Windows 10 IoT-Betriebssystems auf deinem Raspberry Pi 2. Du siehst hier schon die Qualität des Videos, also beziehungsweise dieser Aufnahmen ist, gelinde gesagt, unter aller Sau. Wie du schon hier an diesem Schatten erkennen kannst, habe ich das gesamte Video, also beziehungsweise dann die letzten Schritte der Installation von meinem Monitor abgefilmt. Für die Installation selber benötigst du als erstes natürlich die das Windows Betriebssystem auf deinem Rechner. Ich habe es jetzt unter meinem Mac in der virtuellen Umgebung laufen. Dann benötigst du Visual Studio 2015, was wahrscheinlich dann auch voraussetzt, dass man Windows 10 installiert hat. Die 2015, die Community-Version und die notwendigen Templates, die Schritte zeige ich dir dann gleich. Zu dem Raspberry natürlich eine SD-Karte empfohlen, beziehungsweise mindestens 8 GB auf der SD-Karte, ein LAN-Kabel zum Anschluss an den Router, Maus und Tastatur und der Monitor. Also ich habe gleich mal mit dem EDIMAX oder dem sonst immer von mir verwendeten EDIMAX WLAN-Stick den Raspberry gebootet. Unter Linux erkennt er ihn ja automatisch. Bei Windows ist er nicht vorhanden. Das zweite Problem, was ich festgestellt habe, ist, dass ich aus der virtuellen Umgebung nicht in den Remote-Modus so einfach wechseln kann, um dann den Raspberry fern zu programmieren oder ja, fern zu programmieren. Für die Installation des Windows 10 IoT auf deinem Raspberry benötigst du natürlich als erstes einmal eine Windows-Umgebung. Ich habe meine realisiert auf meinem Mac mit Parallels. Bin ich sehr zufrieden. Habe ja auch hier Windows 10 installiert. Notwendig auf alle Fälle, dass, damit das überhaupt funktioniert, du benötigst Visual Studio in der Version 2015. Hier als erstes lädst du dir die Community-Version herunter. Solltest du natürlich schon die Enterprise nutzen, ist das alles natürlich auch möglich, ganz klar. Nachdem dass du dir die Community-Version heruntergeladen hast und installiert, benötigst du die Windows IoT Core Project Templates. Die kannst du dir hier herunterladen. Und wenn das dann funktioniert hat und du in deinem Visual Studio auf ein neues Projekt gehst, hast du hier die Möglichkeit, also ein Windows IoT Core bzw. unter C Windows IoT Core unter Basic C++, weiß ich gar nicht, gibt es auch. Ne? Also in den einzelnen Sprachen hast du hier deine Templates. Okay, nachdem das heruntergeladen ist, benötigst du als nächstes, jetzt machen wir das mal zu hier, oder verringern wir das, brauchst du die ISO-Datei. Zuvor allerdings, kannst du hier den Download der ISO-Datei herunterziehen, Download RTM Release for Raspberry Pi 2. Runterladen, dauert ein bisschen. In der Zeit gehst du her und gehst auf Einstellungen, Update Sicherheit für Entwickler und setzt dein Windows. War irgendwas zu schnell. Setzt dein Windows in den Entwicklermodus.
Ohne den funktioniert es nämlich nicht. Nachdem dann dein Release heruntergeladen hast, brauchen wir natürlich eine Micro-SD-Karte und die sollte formatiert sein. Ich habe das jetzt schon hinter mir, habe ich eh auf dem Mac gemacht, und du öffnest nun als nächstes IoT Core RPI, das ist die, die wir heruntergeladen haben. Doppelklick, er macht hier sein Laufwerk auf, den Windows Installer, und wir öffnen uns den Installer. Doppelklick. Jawohl, wir akzeptieren das, wir installieren das. Ja. Genau, Finish. Das ist der IoT Core Watcher. So, als nächstes gehen wir hier unten, gehen wir rein und wir benötigen den Windows. IoT Image Helper. Und der ist nur da, wenn du auch diese ISO-Datei bzw. den Installer für das Windows 10 IoT Core bla 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 installiert hast. Hier ist deine, oder in dem Fall meine SD-Karte. Ich wähle die aus und klicken. Hier ist die Flash FFU. Also im Endeffekt Browse. Hier hat man dann, geht ja eh der Pfad, aber dürfte bei dir auch sich öffnen, und Flash. Make sure you back. Ja, bin ich mir sicher. Ja. Und los geht's, sage ich mal. Das dauert jetzt ein bisschen. Und in dieser Zeit müssen wir einfach mal abwarten. Du kannst jetzt natürlich schon mal dein Raspberry vor deinem Monitor platzieren, wenn du es eh noch nicht gemacht hast, mit Netzwerkkabel verbinden, Tastatur und Maus anschließen, und dann geht's weiter. Nachdem die Übertragung fertig ist, ne, Windows IoT is now onto your SD card, go ahead, plug into your device. Okay. Hier kann man sie auswerfen. Dann steckst du sie in deinen Raspi. Wie gesagt, Maus, Tastatur, LAN-Kabel, HDMI-Anschluss für den Monitor, und dann ab an den, ich sage jetzt mal, Strom. Schauen wir mal. Die Kamera nimmt ihn leider jetzt nicht auf. Wunderbar. Eigentlich müsste das ja. Da ist es. Das Windows-Zeichen. Ich habe jetzt mal meine Kamera umgeschaltet, beziehungsweise hier meine Digitalkamera aufgebaut zum Monitor abfilmen. Als erstes, wenn du die SD-Karte eingesteckt hast, erscheint das Windows-Zeichen in blau. Bei mir war das jetzt weiß, glaube ich. Huhu. Keine Angst. Die Installation dauert. Willkommen.
Also keine Bange, wenn der Monitor plötzlich schwarz ist und es aussieht, als gar nichts passiert. Der Raspberry selber ist nur die rote Statuslampe, sage ich mal, aktiv. Es läuft. Die Kamera pumpt. Anschauen. Die Installation selber dauert. Leider. Als nächstes kommen wir in das sogenannte Setup. Hier können wir mit der Maus bzw. mit den Pfeiltasten auf deiner Tastatur. Ich verwende hier die Maus, die Sprache einstellen. Wir haben jetzt Deutsch. Sonst haben wir hier schon gar nichts zum Einstellen. Wir sehen jetzt, wir haben hier den Gerätenamen MinWinPC. Das ist die IP-Adresse im Netzwerk und die Betriebssystem-Versionsnummer. Ich habe jetzt hier, sind wir auf der Startseite von dem Raspberry Ethernet, die Verbindung. Wir haben den Gerätenamen, die Einstellungen. Das sind die Geräteinformationen. Hier haben wir dann gewissermaßen also kleine Lernprogramme. Hier hast du die Einstellung, die deutsche Sprache. Lass mal sehen. Ich habe den Raspberry mit dem WLAN-Stick, dem EDIMAX, gestartet, aber er erkennt ihn leider nicht. Und hier kann man ausschalten. Somit ist Windows 10 IoT auf deinem Raspberry Pi 2 installiert.